begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Vlog, ihr Lieben. Es ist jetzt am frühen Morgen, mein Schnucki ist schon ganz, ganz fleißig und heute gibt es das erste Mal wieder nach langer, langer Zeit eine Pizza mit selbstgemachtem Pizzateig. Adam war schon so fleißig heute Morgen, ist auf jeden Fall alles fertig. Es gibt kein Pizzagewürz. Ach so, na gut, ein bisschen mit Frischkäse. Ja. Okay. Ich glaube, in der Pizzeria wird auch kein Pizzagewürz drauf gemacht, ne? Doch, aber nach irgendwas schmeckt das immer so in der Pizzeria. Pizza. Pizzateig ist fertig. Ich war gerade auch Ash wegbringen, ein bisschen was eingekauft. Eingekauft habe ich eigentlich nur Aufschnitt, ehrlich gesagt, weil wir nichts mehr hatten. Schaut mal, das ist hier meine Ausbeute. Das muss unbedingt im Kühlschrank. Also wir haben hier so eine Geflügelwurst, die mag Ash gerne Salami. Dann habe ich hier wieder Salami-Sticks mitgenommen. Also eigentlich nur was für ihn eingekauft. Genauso wie diese Leberwurst. Für uns, Schnucki, habe ich gedacht, Pizza mit Thunfisch und für Essen mal ein paar Sonnenblumenkerne. Wir hatten nämlich nichts mehr. Genau, das war's dann auch schon. Was ist hier noch? Also nochmal so ein Geflügelaufschnitt. Genau. So, ich muss jetzt nochmal ganz schnell das Chaos hier so ein bisschen beseitigen. Also am Abwaschen. Ich habe gestern ein bisschen was umgestellt und zwar dieses Regal aus der Ecke, weil wir da ja die Steckdose haben und immer wieder, wenn man da irgendwie ran musste, musste man quasi eine Reihe von diesen Schälchen immer nach vorne ziehen, dann wieder zurück und so weiter. Das war irgendwie immer so auf Dauer nervig. Ja, Max steht jetzt draußen in der Garage, ist Chrissys Auto, weil es irgendwie kaputt ist. Nicht direkt das Auto ist kaputt, die Scheibe hinten, genau, die geht von alleine auf. Und wenn das im Regen steht, regnet es rein. Das haben die gestern alles reingestellt, Lüfter, was noch. Dann diesen Entfeuchter und so weiter. Das ist jetzt so also in der Garage. Und das Auto muss wahrscheinlich in die Werkstatt, weil die Scheibe einfach runterrutscht. Und ich werde es dann mal ganz schnell abwaschen, denn gerade eben hat mir mein Kind geschrieben. Er hat nämlich heute seine Sportklamotten vergessen. Das heißt, um 9:45 muss ich ihm die Klamotten in die Schule bringen, weil er letzte Stunde Sport hat und die vergessen hat heute. Ich habe gesagt, geil, am besten backe ich die jetzt mal zusammen. Ansonsten macht er keinen Sport mit. Mein Schnucki geht in sein. Mein Schnucki geht jetzt. Ne? Wohl sagen, also Adrian hat sich gestern. Wir haben gestern. Heute Abend. Tschüss, hab einen schönen Tag. Ja, du auch. Wir haben gestern übrigens in der Garage ein bisschen aufgeräumt und Adrian hat sich seine Werkbank aufgestellt. Sieht ganz nett aus. Also, da sind zwar noch die Knaller davor, aber an der Seite kann man gut schon arbeiten. Ich werde jetzt einmal die Klamotten für Ash mal zusammen suchen, auch die Sportsachen. Übrigens, mein Schnucki wollte ja gestern aus dem Video diese Leiste nicht haben, also diesen Leuchtschlauch. Ash fand das so genial, also das ist doch gut. Man kann sogar, also ich habe jetzt angeschlossen, damit es geladen wird, man kann hier sogar mit Farben variieren. Guck mal, zum Beispiel so. Ich finde das total cool, ne? Also Ash fand das gut gestern. Dann gibt's, guck mal, grün. Also alle Farben läuft er jetzt durch. Dann gibt es so eine Funktion. Wie so ein Spielzeug, ne? Dann so. Ist cool, oder? Dann so. Er stand da gestern und sagte, boah, saß er dann, das ist doch voll cool. Also an seinem Bildschirm geht es natürlich nicht, weil das Ding ist 90 cm lang. Der Bildschirm nicht. So, was haben wir noch? So. Ich finde das ganz spannend. Ich meine, es ist wahrscheinlich nervig, ne, wenn es die ganze Zeit so blinkt und so. Und es gibt normales Weiß. Gab es doch eigentlich auch. Ah ja, warte mal. So an. Blinken. Aber eine weiße Funktion gab es auch. Auf jeden Fall ist spannend, das Zeug. So, ich werde jetzt einmal, warte mal. So, geht auch. Die Klamotten. Er hat ja heute eigentlich noch Training heute Abend. Und meistens hat er seine Sportschuhe. Er hat ein paar Sportschuhe, die er fürs Boxen benutzt. Und Sportunterricht. Schuhe schon mal. Aber er sagte rote Sporthose. Oh, das ist also ein Bengel. Ne? Normalerweise erinnere ich mich immer jeden Tag dran. Also nicht jeden Tag, aber wenn er einen Sport hat. Diesmal habe ich es vergessen. Dementsprechend hat er es auch vergessen. So, dann nehme ich ihn mal. Kurze Hose und T-Shirt mit. Also, muss auch dann schon wieder gleich los, ne? Das ist der Hammer. Na gut, ihr Hübschen, packe mal ganz schnell seinen Turnbeutel mal zusammen und dann werde ich gleich mal mich auf den Weg machen. It's so unnecessary worrying about life. I might not have it all, but I know I'll be alright. He's gonna challenge me to be the best I can be.
So, ich mache mich jetzt fertig und ich hatte gestern bei Insta so ein Hack gesehen, wie man Schalen nochmal binden kann. Also man nimmt einfach so, legt das so rum, holt nachher diese Seite so raus, also so, und schiebt das Ding da rein. Hat man so einen etwas anderen Knoten. Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ne, wie man Schal binden kann. So, ich muss jetzt wirklich dringend los, bevor ich das alles da verpasse. Ich weiß nicht, ob ich durchkomme, weil mittlerweile habe ich das Gefühl, auf den Straßen zieht die Hölle los. Ne? Egal, ob man morgens, mittags, abends fährt. Überall irgendwie Verkehr, überall irgendwelche Baustellen und so weiter. Das ist richtig nervig. Genau, ich würde sagen, wir starten jetzt mal los. Das Auto ist allerdings wirklich noch nicht so ganz vollgepackt für Sachen, mit den Sachen für die Deponie. Wir haben ja gestern aufgeräumt in der Garage. Das weiße Kallax-Regal rausgenommen, das große, weil da eher irgendwie gefühlt nur so Sammelregal war. Da sind Sachen drin, die man irgendwie gar nicht unbedingt braucht. So haben wir ein bisschen sortiert gestern, aber noch nicht alles. Und ich denke, ich weiß nicht, ob ich diesen Tag, also heute, schaffe, dahin zu fahren oder eher dann morgen, bis wir die Deponie in Ruhe. Solange Ash vorne sitzen kann, ist alles gut. Hinten ist natürlich alles voll, auch mit Pappe. Pappe haben wir auch unheimlich viel und... Puh, so, ich würde sagen, wir düsen jetzt einmal ganz schnell zu meinem Kind in die Schule. So Leute, ich eile. Mann, es ist 10 nach, 5 vor halb muss ich da sein. Ich hoffe, dass ich es schaffe, ne? Irgendwas wollte ich erzählen? Achso, habt ihr eigentlich alle Weihnachtsgeschenke schon? Ich fast. Also, das ist voll krass. Also, wir haben ordentlich nochmal online was bestellt. Das ist ordentlich. Dieses Jahr gibt es nicht so viele Geschenke, aber die sind halt ein bisschen größer. Nicht mehr diesen ganzen Kleinkram, was man sonst teilweise noch so hatte. Ja, die Kinder werden groß. Ihr wackelt gerade mit der Kamera, ne? Und daher kann man lieber, wenn die sich was Größeres wünschen, kann man lieber dann irgendwie, ich weiß, da sie zusammenlegen oder so, weil Max hat sich ein ganz großes Teil gewünscht. Da legen wir dann was dazu. Und bei Ersche hat sie auch was gewünscht. Deswegen, ja, aber wie gesagt, das ist ja, die Geschenke, das ist eigentlich so eine Nebensache, ne? Eigentlich kann man froh sein, sollte man auch froh sein, muss man froh sein, dass man einfach mal so ein bisschen zusammensitzen kann. Aha, hier, was soll ich ja sagen, dieses Jahr kommt noch jemand dazu Weihnachten, Heiligabend, verrate ich euch später. Das war auch so ganz spontan, weil es halt nicht anders ging. Ist voll cool, kriegen wir eine Überraschungsgäste, 2 Stück. Na gut, ihr Lieben, also ich düse jetzt wirklich, hoffe, dass ich jetzt gleich durchkomme, gut durchkomme. Noch stehe ich an der Ampel und liefere einmal schnell die ganzen Sachen dann mal ab. Also bis gleich. So, ich bin da, muss nur noch einmal einen Moment auf ihn warten. Ich schreibe aber, ich habe es rechtzeitig geschafft, noch, ich habe noch 10 Minuten sogar. Ich hatte gedacht, ich schaffe das nicht. Ich schreibe mir mal ganz kurz. Meine Schwester habe ich auch gerade eben kurz geschnackt. So, bin da. Ja, also er kommt in einer großen Pause. Wir hatten uns das überlegt, so die Kleine, aber die Kleine, da kann er ja nicht raus, ne? Jetzt hat er ein bisschen Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange die ist, 25, 15 Minuten, 20 Minuten, kein Plan. Auf jeden Fall habe ich alles mit, Turnbeutel mit. Ich habe sogar, shit, ich wollte Deo einpacken, aber ist eh die letzte Stunde, ne? Naja, okay. Ohne Deo heute. Genau, ja, ihr Lieben, vielen Dank nochmal für die Kommentare. Ich habe gestern wieder ganz, ganz viel gelesen von euch. Und ja, was sollte ich noch sagen? Das war es auch schon, glaube ich. Ja. Ich warte jetzt einen Moment kurz auf Ash und dann düsen wir wieder nach Hause. Dann kann ich schon wieder bald Mittag vorbereiten. Wobei die Pizza ist schon fertig. Ich habe das Männchen hier übrigens ran gemacht. Das riecht ganz angenehm, ne? Ich weiß nicht, wie die anderen Farben da so riechen, aber der weiße riecht ganz gut von Action von gestern, von dem Video. Na gut, also ich würde sagen, bis gleich. Während ich jetzt hier auf Ash warte, ich hoffe, bin ich jetzt unscharf, weil der den Lenker scharf stellt. Geht das so? Ich lese gerade kurz, ich habe was gepostet gestern, ein Bild vom Wohnzimmer. Und lese mir gerade nochmal kurz die Kommentare, weil ich das nicht geschafft habe gestern. Ich habe nur gefragt, wann ihr euren Tannenbaum aufstellt. Einige haben geschrieben, die haben schon. Andere sagen, machen wir jetzt und so weiter. Also wir haben ja Heiligabend, ist ja nächste Woche, Sonntag. Und dann gibt es schon wieder so einen Kommentar, wo ich sage, so, kann man sich doch eigentlich sparen, oder? Also warum dann immer so gehässig? Was ist gehässig? Oder ich nehme das einfach so auf. Ich weiß nicht, warte mal kurz. Wo ist das?
Ah, und einige schreiben, der Tisch ist voll schön. Eine möchte wissen, wo der her ist, der Couchtisch. Die Kabeltrommel. Ja, so warte mal. Hä, wo ist denn der Kommentar jetzt oder ist er raus? Wartet mal. Also, viele haben geschrieben, steht schon. Andere haben geschrieben, also jetzt hier. Naja, jeder so wie er will. Bei euch läuft ja sowieso alles anders. Woanders läuft sowieso alles anders. Also bei uns allen läuft sowieso immer alles anders. Wir können nicht immer alle gleich laufen oder alle gleich alles haben. Bei uns natürlich ist es überall so. Dann kann ich auch zu dir sagen, Ramona, bei dir läuft auch immer alles anders. Also ist es denn so, dass man jetzt unbedingt, was ist nicht so wie früher oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob es die Tradition ist, Tannenbaum halt nur am Weihnachten hinzustellen. Aber so hat man noch viel länger was davon. So, und auf jeden Fall, bei uns ist sowieso ja alles anders. Ja, ist ja klar, natürlich, bei uns läuft auch alles anders. Adventszeit heißt ja auch nicht umsonst Adventszeit und der Tannenbaum ist Weihnachten. Ja, sehe ich jetzt nicht so unheimlich viele. Einige stellen ja sogar schon im November auf. Oder die, abgesehen von den Amis, was die da alles mit den Tannenbäumen anrichten, die stellen teilweise 3, 4, 5 Tannenbäume ins Wohnzimmer, habe ich auch schon gesehen. Da dachte ich, wow, das ist ja der Hammer, das könnte ich gar nicht. Allein schon vom Platz her nicht. Wisst ihr, aber da sage ich auch nicht, ich lasse sie einfach und dann ist gut. Ich muss jetzt keinen Senf dazu geben. Und ja, also der Rest hat aber nett geschrieben. So, woher sind die Regale? Hat Nadja gefragt. Nadja, die sind von IKEA. Habe ich auch bei Zufall da gefunden, ne? Bei IKEA. Wusste ich auch nicht, wo es die gibt sonst. So, dann Justin schreibt, ja, bei mir steht der Weihnachtsbaum schon seit Anfang Dezember. Normalerweise steht er bei mir aber auch schon seit November. Nee, X-Just Smile, so. Bei mir steht der Weihnachtsbaum schon seit Anfang Dezember. Normalerweise steht er bei mir aber auch schon seit Anfang November. Haha, hab einen künstlichen. Und deswegen steht er bei mir auch schon so früh. Dieses Jahr stand er bei mir etwas später, weil ich mir einen neuen gekauft habe. Ja, das ist lustig. So, was ist hier noch? Ja, wir schmücken Tannenbaum jetzt am Wochenende. Katharina hat geschrieben, ja, jetzt am 11.12. zusammen wird er geschmückt. Ne, gestern. Entschuldigung, gestern. Heute ist ja was? Weiß schon gar nicht mehr das Datum heute. So, nächstes schreibt ihr am kommenden Wochenende. So, und dann noch jemand. Und ja, und liebe Marie, der Tisch passt super. So, zur Adventszeit, ja, damit man länger was davon hat. So, auf jeden Fall können wir mal sehen, ne? Also ich weiß nicht. Oh! Kommt und holt jetzt seine Sportsachen. Meine Schwester, ja, so schön und gemütlich. Dankeschön, ihr Lieben. Also, ich habe mich sehr gefreut über eure Kommentare. Das ist immer sehr, sehr amüsant. Also, manchmal denke ich so, mein Gott, was soll ich euch dann sagen? So. Der kommt und lacht. Der kommt und lacht. Ab nach Hause. Ab nach Hause, ja, komm. Ich entführe dich jetzt. Komm. Hast du die oder so? Wie bitte? Du hast... Wir haben kein Dorf. Wie lange hast du die Pause? 15 Minuten. Wie lange? 14 Minuten. 14? Wir schaffen es nicht. Wenn da jetzt irgendwo irgendwas ist, so hier, dein Schatz. Ich habe jetzt kein Deo eingepackt. Nee. Brauchst du Geld? Sonst kannst du deine Schule was kaufen. Nee, kein Bock. Bis später? Ja. Um 1 wieder hier? Ja, ciao. Danke. Ja, bitteschön. Oh, Leute, ich werde weich. So ein Frechdachs. Wo sollen wir jetzt noch kurz was einkaufen fahren? Ich bin unscharf jetzt wieder, ne? Na gut, ich würde sagen, wir starten jetzt los und fahren wieder nach Hause, ne? Ich hoffe, ich habe euch jetzt gerade mit meinem Gestatter hier nicht gelangweilt. Also. Meine Freunde, ich düse mal ganz schnell mit euch zu Rossmann. Ich wollte dann nach Schleifchen gucken. Wie spät haben wir das denn jetzt? Ich mache jetzt 10. Ich wollte für den Tannenbaum noch ein paar Schleifchen gucken, ob die da was haben oder nicht. Bei Amazon hatte ich zwar was bestellt, aber ich weiß nicht, also es dauert ein bisschen, bis die ankommen. Deswegen wollte ich noch einmal kurz gucken, ob sie bei Rossmann irgendwie was haben. Schau mal, die haben so wunderschöne Bretter hier, sehe ich gerade. So runter das Größe. Achso, das sind solche Gewitterlampen, okay. Ist auch nicht schlecht, haben wir auch sonst schon zu Hause. Was gibt's hier noch Schönes? Diese Kanne hat meine Mutter, glaube ich, mit so einem Holzgriff. Ist auch ganz cool. Vorratsglas. 5,99. Was gibt's hier noch mit? Das ist auch schön hier, so ein Set. Ja, das ist ja nicht das, was ich suche. Ich suche einfach so was ganz Schlichtes in Beige oder so. Aber im Moment ist hier nichts. So, hier ist noch mehr, aber ist auch sortiert nach Farben. Guck mal. Ist auch ganz cool eigentlich.
nehme ich das, was ich suche. Hier gibt es auch so hübsche Strohsterne. Guck mal, habe ich jetzt zwei Packungen mitgenommen für den Tannenbaum. Und diese weißen Klappsterne. Diese hier mit Magneten. 390 in weiß und einmal in braun. Diese Häuschenanhänger sehen auch ganz süß aus. Und die großen Häuser gibt es hier bei Rossmann für 7,99. Gucken wir, sehen auch ganz hübsch aus. Ich bin wieder zurück. Ich will mich nicht, weil im Video darf ich ja gar nicht da sein. Ich bin doch eben zur Arbeit gefahren. Was machst du schon wieder hier? Hast du Frühstückspause? Ja. Esch wollte auch gerade eben mit wieder, ne? Ja. Er sagte, wollen wir das zu Lidl? Ich habe gesagt, das schaffen wir nicht in 14 Minuten. Und ich so, ja, oder nach Hause, ne? Mein Stücki hat schon in der Zeit, während ich unterwegs war kurz, das Brot gemacht. Aber wisst ihr, was er gesagt hat? Er isst das hier alles nicht, was er für uns macht, für Esch und für mich. Da drin sind. Das mache ich nur für euch beiden. Siehst du? Für meine Lieblinge. Damit wir dick werden jetzt. Damit wir das alles. Ihr seid auch so dick, ne? Ja, damit wir das alles hier in uns alle reinstopfen. Also, ich habe euch ja gezeigt, einkaufen. Ich habe nochmal so eine Schleife mitgenommen. Das kann man auch ganz gut benutzen, zum Beispiel um Geschenke zu verpacken. Ist auch mal ganz nett. Und einmal so eine Schleife. Ich habe mir gedacht, guck mal. Ich habe von Chrissy diese weißen bekommen. Diese hier. Sieht ganz hübsch aus, oder? Und ich habe gedacht, vielleicht kann man noch ein bisschen Beige dazu irgendwie nehmen oder so. Ja, irgendwie so war die Überlegung. Schluck, ich schaue einfach mal. Ja. Entschuldige, dass ich dir in dein Video fahre. Nein, tust du nicht. Wir haben noch von gestern Essen übrig. Das muss auch jemand. Und da erbarme ich mich des alten Essens. Aber dann müssen wir für dich Gemüse kochen, weil Brokkoli isst der nicht. Brokkoli kann ich nicht essen. Na gut. So, also bei uns gibt es, glaube ich, erstmal Frühstück, weil ich nämlich echt am Verhungern bin, ne? Oh, jetzt guckt die mich hier von unten an. Also, ich habe jetzt schon mal den ersten Stern einmal ausgepackt. Schaut mal. Das Coole ist bei diesen Sternen, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, weil so einen Stern habe ich ja schon vom letzten Jahr. Die habe ich ja bei Rossmann gekauft. Die haben Magnete. Wartet mal. Also Magnet. So. Und so sieht das Ganze aus. Ich finde das wirklich sehr praktisch, weil es gibt immer noch die Sterne, wo man einfach mit so einem Benzel ziehen muss oder so. Aber so siehst du nämlich nichts. So ist der halt zu. Und fertig. Ich finde es cool. Also einmal so in Beige habe ich dir mitgenommen. Ich habe gedacht, so da hinten vielleicht für die Seite oder so. Ein bisschen halt was Größeres. Und einmal noch in Weiß. So. In Weiß sieht er auch ganz hübsch aus. Habe ich aber noch nicht gehabt. Guck mal. Im Grunde das Gleiche. Der gleiche Stern, nur in Weiß. Guck mal. Komm schon, komm schon, komm schon. Bieg dich. Ich muss mal so ein bisschen gucken, wenn die Sterne neu sind, dann machen wir funktionieren die Magnete nicht. Das hatten wir ja gestern schon bei der Tanne. Guck mal, geht nicht. Bei der Tanne von Aldi, dass das nicht funktioniert hat. Also mehr kann ich hier nicht biegen. Hält nicht. Warum nicht? Guck, das müsste so halten. Tut's nicht. Das ist doch alles so, wie das sein soll. Vielleicht ist der Stern einfach noch zu neu und zieht zu doll. Naja. Jetzt habe ich ihn so gelobt, ne? Und normalerweise halten die auch mit Magneten, aber diesmal ist es irgendwie so ein bisschen. Ich mache mir gerade mein Frühstück und zwar habe ich hier zwei kleine Bananen drin, Mango und Mandarine. Und wenn ich es gleich durchgemixt habe, kommen nochmal ein paar Kirschen rein. Und mein Stücki hat wieder seinen Joghurt. Schaut mal, wie groß das Brot geworden ist. Entschuldigung, Eiweißbrot, weil Adel meint, das sagt wieder zusammen. Aber nein, nur das Eiweißbrot ist nachher irgendwann mal mit Quark zusammengesackt. Ja, ja. Aber doch nicht dieses. Wir werden das sehen. Ist ja gleich fertig. Ja, genau. Irgendwann gleich so. Das ist ja kein Stück braun, ne? Oder? Nee, noch nicht. Mhm. Dann braucht es noch ein bisschen. Ja. Ich wusel jetzt noch ein bisschen in der Küche rum und das Brot ist fertig. Guck mal, wie schön das aussieht. Das muss jetzt einmal da aber runter vom Backblech. Und für mein Stücki habe ich in der Zeit jetzt einmal so eine Gemüsepfanne gemacht. Und zwar mit Spitzkohl, Pilzen, rote Paprika und Karotten, ein paar Gewürze. Ich denke, ich werde dann nachher noch ein bisschen Frischkäse dazu geben. Und ich habe auch noch Schmelzkäse. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Und die Pizza geht schon hoch. Also ich glaube, man muss die schon bald in den Backofen schieben. Die soll ja nicht übergehen, aber die wird schon langsam ein bisschen größer. So, ich bin jetzt hier mit allem fertig und wisst ihr, was ich jetzt gerade machen möchte? Hatte ich eigentlich schon vor Tagen wieder vor. Uns ist doch dieser Minilaster gegen die Garage gefahren und ich hoffe, dass das nur die Verfärbung ist, die ich dann abwaschen wollte oder versuchen wollte abzubekommen. Vielleicht streiche ich nochmal rüber. Guck
guck mal, da seht ihr, also seht ihr gleich draußen sonst. Also an diesen Balken sind, also das Brett ist sowieso halt, hat jetzt einen Riss, weil er dagegen geknallt ist. Und da ist eine Stelle so, die so braun ist. Und die sieht man natürlich jetzt. Jetzt mache ich ja mal das hier alles sauber und gucke, ob ich, ob es nur eine Verfärbung ist oder ob ich das da quasi rüberstreichen muss. Muss ich mal schauen gleich. Guckt mal, Leute, das ist, glaube ich, abgeratscht tatsächlich, ne? Ich würde sagen, ich gucke jetzt mal. Also hier ist auf jeden Fall halt Ratsche. Und das, glaube ich, auch. Ich gucke gleich mal. Und hier ist richtig kaputt. Naja, schauen wir mal. Your face in the crowd. I never thought that I would see it tonight. We lock eyes and you smile. Every single memory comes back to life. Your lips pressed against mine after a night out. We got drunk and ended up at your place. From the moment that I saw you, I knew that it was love, bet that you felt the same. Ich habe gerade mal den Akku ausgetauscht. Wie sehe ich aus? Kurz, warte mal. Verschmiert irgendwas? Ich habe den Akku ausgetauscht, weil er leer war. Also, ich habe tatsächlich sogar sauber gemacht alles und auch hier am Haus lang. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine. Dieses und da, dieses Überdach. Da, das waren so viele Spinnweben und Co. Ich habe jetzt die ganze Länge einfach gemacht. Und wisst ihr was? Ich werde einmal das hier rüber streichen. Ich habe schon angefangen, so ein bisschen zu streichen. Das geht sogar, also es ist besser. Wie gesagt, Temperatur lässt es noch zu, schätze ich mal. Zumindest haben wir keinen Frost. Ja, ich male jetzt einfach mal alles über. Mal gucken, wie das eigentlich aussieht. Ich bin draußen jetzt fertig. Habe die ganze Zeit jetzt gewuselt in der Garage. Ist relativ gut aufgeräumt und Pizza habe ich gerade belegt. Eine Seite mit Thunfisch, mit Zwiebeln und andere Seite Salami. Darunter ist Käse und ich habe dann noch ein bisschen Pizzagewürz dazu gegeben. Für mein Schnucki habe ich hier noch Fleisch von gestern, einmal Gulasch, beziehungsweise haben wir einfach nur angebraten. Brokkoli für mich. Gemüse habe ich ja schon gezeigt, fertig. Jetzt muss ich nur noch einmal ganz schnell den Ofen irgendwie in Gang kriegen. Dann muss ich auch schon wieder gleich los. Also ich weiß gar nicht, ob wir das rechtzeitig schaffen, bis er schon nach Hause kommt. Ich gebe mal Gas. Ja, geht recht zügig los. Ich habe jetzt ein bisschen kleines Holz da raufgelegt. Und gleich kommen nochmal große, vielleicht ein paar, damit auch der Ofen hier am Aufheizen kann, wisst ihr? So, also, das sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Ich habe Adams Pfanne auch schon mal hier drauf gelegt. Dann können wir die nämlich gleich auch anbraten. Pizza so gut geworden. Guten Appetit, ihr Lieben. Jetzt habt ihr das gehört. Und jetzt muss ich ja so einen Kohlteller essen. Mein Schnucki hat seinen Kohlteller und ja, wir essen jetzt Mittag. Die Pizza ist wirklich sehr gut geworden. Ist hochgekommen, schmeckt sehr, sehr gut, der Teig. Also hast du es gemacht, Schnucki. Mm. Mein schmeckt auch super gut. Mann. Ja, ne? Also guten Appetit. Max ist wieder zurück. Also die sind, er ist gerade hier unten mit Leo. Und die haben mir dieses hier mitgebracht. So dieses Braun. Ich habe mir gedacht, man kann so ein paar Schleifchen einfach machen, so kleinere. Und einfach vielleicht mal dazwischen hängen oder so in einen Baum. Soweit die Überlegung. Ich weiß nicht, wie das aussieht nachher. Ob das gut ist oder nicht. Und Leo will sein Futter haben, ne? Du willst was essen, oder? Sag mal, so eine Frechheit. Wer hat meine Schüsselchen weggeräumt? Nicht wahr? Sag mal, wer hat meine Schüsselchen weggeräumt? Wo sind die? Leo, essen? Ihr Lieben, wartet mal, ich überlege, ob ich hier irgendwo Licht wieder anmache. Das ist langsam wird es dunkel, ne? Mein Schnucki hat was bestellt bei Amazon. Ist auch gerade eben gekommen. Ich schlage mal ganz kurz so runter. So, besser? Ja, besser. Ich habe es überlegt, so, hä, was ist das? Was kann das sein? Von Pure Nature. Aber dann habe ich die Rechnung gesehen und dachte ich, ah ja, okay, schon wird er bestellt. Auf einen Tipp von einem Zuschauer hat er das gemacht. Ganz kurz auspacken. Ich hoffe, dass alles heil ist, weil das nämlich aus Glas ist. Guck mal. Das war's. Das ist eine, ein Entsafter oder so eine Zitruspresse. Entsafter, guck mal, aus Glas. Cool, oder? Eigentlich müsste das gehen. Bin gespannt. Auf jeden Fall finde ich es schön. Das ist jetzt natürlich kalt beschlagen. Aber müssen wir mal abwaschen und dann ausprobieren morgen. Ja, ich war gerade ganz kurz ein bisschen verschwunden. Ehrlich gesagt, habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ne? Wir haben vertippt auf ein Video aufgenommen. Und dementsprechend ist es dann immer so, dass ich erstmal Pause mache,
mit meinem Video. Draußen ist langsam dunkel und ich habe mich übrigens hier bekleckert. Ich muss mal Pulli tauschen. Ich habe was zu essen gemacht fürs Video. Na gut, ihr Hübschen. Also, ich finde die cool. Ich habe noch nie so eine Glaspresse überhaupt oder Entsafter benutzt. Also wir hatten immer Plastik und der Zuschauer schrieb Adrian, Mensch, wieso holt ihr nicht einfach so ein Glasding? Naja, probieren wir mal aus. Und schon bin ich wieder hier in der Küche. Ich würde ganz gerne mit euch was backen, auf was Ash schon so, so lange wartet. Und zwar werden es Arieschki werden. Also für die, die das nicht kennen, ich habe das hier schon mal erzählt. Dieses Rezept ist das. Das sind so gebackene Hälften der Nüsse, also beziehungsweise man backt diese Nüsschen pro Hälfte quasi aus. In diesem Automaten jetzt hier, habe ich euch schon gezeigt, in diesem hier. Und befüllt die nachher mit Milchmädchen, Walnüssen, also die werden natürlich gehakt, ne? Und Butter, das ist alles dann vermischt, das ist quasi die Cremefüllung. Und für den Teig brauchen wir folgende Sachen. Ich halte euch noch einmal ganz kurz das Rezept einfach mal so in die Kamera. Ich weiß nicht, natürlich, wahrscheinlich keiner, hat so ein Gerät, schätze ich mal von euch, oder? Es sei denn, also die Russen haben halt öfters mal sowas. Und es gibt aber auch so ein Gerät, meine ich, habe ich irgendwo gesehen, mit Waffeleinsätzen auch. Also in einem Gerät paar verschiedene Möglichkeiten gibt es halt wie Waffeln oder halt solche Arieschki, also solche Nüsse. Das ist dann mal das Rezept. Ich wüsste sonst nicht, wie man ohne dem das ausbacken kann. Weil im Grunde besteht gleich diese Nuss aus zwei Hälften. Ne? Einmal unten, einmal oben nachher und die Füllung ist halt innen drin. So, hier ist einmal das Rezept für die, die vielleicht Interesse dran haben oder so. Ich habe schon alles rausgelegt. Wir haben hier Mehl. Ich nehme statt Zucker halt ein bisschen Honig, aber auch nicht viel. Ich schaue gleich mal, wie viel. Margarine brauchen wir, zwei Eier, Vanille, Zucker, Vanille, Öl habe ich und Backpulver. Genau. Ich mache jetzt erst einmal den Teig. Habe ich jetzt alle rausgeholt. Allerdings habe ich ein bisschen zu viel in die Form reingetan. Das heißt, also, es stand drin, halber Teelöffel ungefähr. Ich habe ein bisschen mehr da reingelegt, aber man muss sich rantasten. Und dann stand drin, wenn man halt solche Ränder hat, einfach mal abschneiden. Einfach mal so ein bisschen wegknacken und dann hat man nachher auch die Nuss gleich. So. Also im Grunde mache ich jetzt das Ganze mit diesen Nüsschen und so sehen die dann nachher aus. Ich komme jetzt einmal zur Füllung. Und zwar haben wir hier einen Becher Milchmädchen. Allerdings habe ich aufgemacht, dran gerochen und irgendwie ist es nicht das wie die blaue Packung, das andere, was man bei Rewe kaufen kann. Das habe ich jetzt ja bei Edeka mitgenommen. Und irgendwie, ja, eigentlich soll es genauso sein, aber mit Karamell, ich weiß nicht. Riecht ein bisschen anders. Butter abgewogen schon und die Nüsse, die muss ich noch klein machen. Und dann werden diese ganzen Teilchen hier befüllt. Bin gespannt, was die Kinder näher sagen. Die nächste Ladung backt. You're the only one with
Raum habe ich so ein paar fertig. Er sagt, sind die schon fertig? Ja, dann probieren wir. Aber eigentlich müssen sie ein bisschen härter werden. Also die Creme, die Füllung muss noch ein bisschen. Ja. Schmecken trotzdem, oder? Geht? Mhm. Cool, freut mich. Ist lecker. Ja. Ich bin jetzt fertig. Das ist der Teig, der übrig geblieben ist. Also übergeblieben ist. Das ist die Creme, die übergeblieben ist. Ich werde morgen weiterbacken. Also jetzt habe ich langsam Feierabend gleich, weil Ash auch noch was mit mir aufnehmen wollte. Ja, ich bin eigentlich begeistert. Das Ding ging sehr schnell, was mich aber daran stört immer, dass man zum Beispiel das so untermacht, das Ding ist dann rot und dann rate mal selber, wann es dann fertig ist. Ne? Einmal hatte ich es verpennt, beziehungsweise zu spät hochgenommen. Ich dachte, das leuchtet vielleicht nachher grün, wenn es fertig ist oder so, weil dass man die quasi den Deckel hochnehmen kann und einfach die Dinge rausnehmen kann. Aber nein, das war die ganze Zeit auf rot. Ich weiß nicht, also... Ich meine, gut, das ist natürlich nicht so ein teures Gerät gewesen jetzt, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich zwischendurch dann doch den Stecker gezogen, damit die mir nicht verbrennen. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich bin gespannt. Also die Kinder wollten nochmal gleich probieren. Max und Chrissy. So, und das werde ich dann in meinen Kühlschrank irgendwie legen und dann morgen den Rest backen. Ich hatte schon überlegt sogar tatsächlich... das so zu machen, damit ich die auch mal essen kann. Man kann ja zum Beispiel Aprikosen, die getrockneten Aprikosen, so ein bisschen zerkleinern und die dann damit befüllen, weil im Teig ist ja quasi nur Honig drin. Das ist ja kein richtiger Zucker drin, sondern nur Honig. Und der Teig an sich schmeckt auch nicht richtig süß. Es reicht völlig, weil vor allem Milchmädchen unheimlich süß ist. Wollt ihr mal probieren? Dabei. Wollt ihr, Chrissy auch? Ja, wollt ihr mal probieren? Könnt ihr mal kurz Licht anschalten? Das, ist so. Das sieht aus wie... Ja, am besten alles. Wie bitte? Das ist alles nass. Was ist nass? Ich hab deine Pflanze umgehauen. Ey, scheiße, der Boden ist dreckig. Welche Pflanze? Ja, deine Pflanze. Ja, ist nicht schlimm, mach ich gleich weg. Ist nicht schlimm? Ist nicht schlimm, das geht weg. Ja, das ist dreckig. Ja, dreckig. Aber warum? Ja, gut, da ist das Wasser schon gesammelt. Nein. Ja. Ich kaufe mir einen neuen Teppich. Ich kaufe mir einen neuen Teppich, habe ich gesagt. Also wollte ich mal probieren, aber die sind nicht fest, Kinder. Also die. Aber die haben wir schon mal gegessen, glaube ich, oder? Ja, bestimmt. Irgendwo wahrscheinlich bei Chrissy Verwandtschaft. Oder diese fertigen, die wir gekauft haben, aber die waren nicht so lecker. Ich aber das Optische kommt mir bekannt vor. Wir haben die auch öfter mal gemacht. Dann ja, genau. Gemacht. Ja, aber mit Nutella. Ja. Dieses also Nutella kann man auch in diesem Ding. Kann man auch. Ja, mit, diesem Ding kann man das machen, genau. Ich habe aber nicht alles am Tag. Das ist die Füllung. Ja, aber was ist das? Milchmädchen. Also dieses Milchmädchen, aber es ist allerdings irgendwie ein anderes Milchmädchen. Er ist verzweifelt. Ja. USB einfach. Ja, ich habe keine USB-Stunde frei. Das ist belastend. Ja. Also, wir probieren hier kurz was. Ja. Bei Edeka, die haben nicht dieses typische, was wir sonst immer haben, in blau gekocht. Oder auch rot gekocht, braun. Das ist ein anderes. Probieren wir mal. Zwei, ich glaube, das ist anders. Eins. Ich weiß nicht, ob das schmeckt oder... Ja, ich habe den Teig wenig, also ich habe da nur ein bisschen Honig damit dazu gegeben. Schmeckt das denn, oder? Mhm. Weil die müssen hart werden eigentlich, also beziehungsweise die Füllung. Geht? Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie es sonst schmeckt, aber... Chrissy? Geht? Okay, ihr könnt noch mehr haben. Schmeckt nach Keks mit Füllung. Ja, aber die müssen halt in den Kühlschrank, weil ich glaube, damit es fester wird, weil dieses Milchmädchen wird dann mit Walnüssen vermischt. Ich habe auch ganz kurz was Ash für Probleme. Und Butter. Mhm. Deswegen. Aber lange nicht mehr gegessen. Ja, ne? Mhm. Also ihr könnt gleich welche haben. Also eigentlich könnt ihr alle haben, bis auf Ash vielleicht. Zwei, drei kann ich hier lassen. Es ist hier Feierabend. Ich sitze gerade so ein bisschen vor dem Ofen. Ja, meine Hübschen, also... Hier läuft nichts mehr. Wir haben jetzt für Tipptapp ein bisschen was aufgenommen, für Ash was aufgenommen und jetzt ist hier Feierabend. Die Kinder sind hier noch ein bisschen was aus, was wir zur Deponie fahren können morgen. Und weil Chrissy hat noch irgendwie ein paar Sachen und sagte, sie können weg. Ja, ansonsten habe ich heute schon wieder gefühlt irgendwie doch relativ viel geschafft. Endlich mal auch die Garage fertig gemacht, nach fast einer Woche oder so. Ist alles wieder ordentlich. Na gut, ihr Hübschen. Also, ich würde sagen, ich hoffe, dass euch dieses Video hier gefallen hat, dass ich euch nicht gelangweilt habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss.